zum ersten Engelkontakt, zu so einem ganz bewussten, da war ich schon Anfang 20, da habe ich in einer Naturheilpraxis gearbeitet und mich immer mehr in den therapeutischen Bereich hineingearbeitet. Und meine Heilpraktikerkollegen wunderten sich, dass wenn ein Patient kam, ich völlig selbstverständlich ihm schon eine Antwort geben konnte, ohne eine medizinische, psychologische, naturheilkundliche Ausbildung, und konnte auch mitten bei Therapieerarbeitung für Patienten damals sehr viel Hilfestellung leisten. Und dieses Wissen war für mich selbstverständlich. Ich wusste direkt, wo der Mensch steht, warum er da steht, wie er da rauskommt aus dieser Lebensphase. Das heißt, womit seine Krankheit zu tun hat, was seine Symptome ihm überhaupt sagen möchten und wo eigentlich sein Seelenweg hin will. Und dieses Wissen war für mich selbstverständlich und meine Heilpraktikerkollegen sagten, das ist nicht selbstverständlich, was du innerhalb von ersten Sekunden über den anderen weißt. Und da ich ihnen vertraut habe, mein Herz den Menschen geöffnet habe, fing ich dann zu beobachten, woher weiß ich das denn? Und dann, während diese Antworten in mir kamen, nachdem die Menschen mir Fragen gestellt haben, sah ich immer mehr Licht an der Seite des Fragenden. Und mein Blick, mein geistiges Schauen ruhte immer mehr auf diesem Lichtblick. Und da sah ich, gewöhnte ich mich durch diese innere Ruhe an dieses Licht und wurde diesem Licht gewachsen. Und so formte sich in dieser Lichterscheinung immer mehr die Schutzengelgestalt dieses Menschen.